zu laut! Oh. Das Mikrofon ist ein Stück weiter weg. Das ist doch nicht so schwer, wenn ihr. Ich werde immer von euch eingeschnauzt, wenn ihr mich nicht mehr hört. Ja, das geht aber nicht, das ist vor meinem Mund. Jedes dritte Wort ist weg. Oh. Stimmt. Uwe, wir unterhalten uns ab sofort. Weg. Genau. Ja, also durch. Du bist ja nur über was. Oh, ich brauch klares Licht, ja. Sonst geht's mit meinem Sensor näher. Doch, also ich kann ja die dritte Gerichtsverhandlung noch erzählen. Mit dem Idioten, der aus der Einfahrt rausgefahren ist und jemand mitgenommen hat. War das dann unbedingt ein Idiot? Oh, es wird nicht besser. Wird nicht besser! Soll ich mal dein Gelapp hier rausholen? Ne? Du mischst doch immer, findest keine Worte, dann bist du mal laut, mal leise, dann frisst du irgendwas. Das ist Stress oder was, ne? So. Nee. Der hat aber wenigstens 5 Balken oben. Ich mute mich jetzt und schreibe. Okay. Wird besser werden. Ach, schon viel angenehmer für den Kopf, ne? Mhm. Kriegst du Kopfschmerzen hier? Grauen ja. Voll. Ich erwarte gerade, dass irgendeine Schrift kommt. Mhm. Vielleicht hat er gänzlich aufgelegt jetzt. Jetzt war nachts, jetzt müsste es zugehen, ne? Jetzt ist das so, jetzt ist es so, wie es funktionieren soll. Ich bin gespannt, wie es tagsüber funktioniert. Können wir ins Bett gehen? Nee, ich mach danach durch. Bleibst du an der Oberfläche eine Weile lang? Ich ja. Gut. Geh ich jetzt in meinen Kapuff, such mir noch ein paar Eisen raus. So aus. Ja. Bring mir was mit. Und du sagst einfach mal, wenn man Tag ist, dann komm ich da hoch und probiere mal mit meinem Tageslicht an der Bildung. Bau dir doch eine Uhr. Nee, Uhr kann ich machen, ja. Nee, baue ich nicht. Würde ich niemals machen. Sei so garstig, ja. Auch wenn ich manchmal nusche, bei mir kratzt es mir. Ja. Puh. Ich hab eine Höhle gefunden. Oh, die Scheiße, die ist ja riesengroß. Mann, Scheißdreck. Ich will die nicht holen. Hilfe! Nee, die Kohle ist meine. Die Kohle ist meine unten. Ich brauch doch keine Hilfe. Huh? Gott. Ist der Block nicht weggegangen? Wenn du mal ein bisschen okay brauchst, bitte, dann tut schon alle mit der Höhle rumärgern. Aber beschwer dich bloß, dass der ganze Inventar mit Kohle voll ist irgendwann mal. Bald gibt's ja Kohleblöcke, kannst du ja dann bauen. Aus neuen Kohle. Also einen schwarzen Block sozusagen. Ja, schwarzen Block sozusagen. Ich seh nicht. Ne, das ist doch besser ein Platzsporn, ist das, wenn du irgendwo unterwegs bist. Hm. Nein. Und was wir jetzt rausbekommen, du kannst so einen automatischen Ofen bauen. Mhm. Wo du zum Beispiel baust du, hast du oben eine Truhe, dann einen Trichter, dann einen Ofen, dann wieder einen Trichter und unten drunter eine Truhe. Und nebenan hast du nochmal einen Trichter und eine Truhe. Und da kannst du nämlich. Scheiße. Keine Pfeile. Und dann kannst du an der Seite kannst du Kohle reintun oder sowas, oben halt den Block, den du brennen willst, und unten kommt das ganze Zeug raus. Da musst du eigentlich nie wieder nachlegen. Brauchst nur noch hinrennen und tust das Zeug rein, was du mal brauchst. Die Kisten voll machen und der Rest macht der Öfen. Ja. Oh, ich bin auch in der Höhle rausgekommen, aber hier war schon jemand. Bei mir noch nicht. Ich habe auch gerade nicht die Meinung, Höhle zu erforschen. Aber das ist ein guter Gang, der ist zu Ende hier. Höhle erforschen ist immer so richtig so ungewiss. Du weißt nie, was auf dich zukommt. Ja, wie das letzte Mal. Du bringst deine Stunden in dem Loch dort und bist am Ende trotzdem nicht schlauer. Du bist tot. Wie? Huch? Nein. Ja, genau so. Wirklich sehr lustig, also das hat mir Spaß gemacht. Das kannst du öfters machen. Ich habe jetzt einen Kumpel, der hat das WSO, dass wir Let's Plays machen, aber den kenne ich schon ewig. Und der hat gesagt, mehr Action müssen sie da rein. Ja, Action. 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 Also, oh, die Blöcke sind doch schon eckig. Haha. Na, ja, baue ich mal da ein bisschen TNT und sprengen mal. So richtig Action. Dreh dich richtig in Aktion.
Action. Ich finde auch Kohle. Ach ja. Gehst du eigentlich auf die Filmnächte in Chemnitz? Auf dem Theaterplatz dort? Wenn es nicht regnet, vielleicht. Das Programm gibt's nicht mittlerweile schon. Was kommt denn da? Nur viele Sachen. Ich war ewig nicht mehr im Kino, aber wirklich lange nicht mehr. Also richtig im Kino, oder? Also richtiges Kino mit Leinwand und Scheiß. Ja, 7 Sommersprossen kommt zum Beispiel. Da Film klingt auf jeden Fall sehr interessant. Hast du den schon gesehen? Nee, keine Ahnung. Lichtprogramm, na gut. Ich werde mir das mal zu Gemüte führen, den Film. Wirklich? Das ist ein Film aus der DDR noch. Da geht's irgendwie so ein Camp ist das, wo sich dann halt ein paar Jugendliche näher kommen. Das ist halt nicht. Der Herr Assisine will das angucken. Nackt sind sie, waren sie zumindest auf dem Bild, deswegen haben wir dafür abgestimmt. Da läuft denn jetzt über, weil ihr Parasing dafür abgestimmt habt. Ja, da kommt am 26. August. Na, gut ab. Das ist ein Montag. Der wird heute Abend noch bei mir auf Movie 2K laufen. Das ist ja langweilig. Ich muss auch kein Geld für die Filmnächte ausgeben. Jetzt kommt wieder das hier, ich gebe viel Geld für nix aus. Ich kauf mir kein Minecraft. Ich tu nicht 20 Euro dafür ausgeben. Ich hab's doch nun gekauft, ist doch nicht gut. Ja, aber es hat lange gebraucht, bis wir dich dazu gekriegt haben. Ja. Bis es jemand anderes für dich macht. Das mag sein. Motorrad, wird das nicht normalerweise mit 2R geschrieben? Ja. Wird's normalerweise. Eine freche Sau ist das. Irgendwie schon. Ich glaube, es wird langsam Tag. Ich sehe es nicht ganz direkt, weil ich nicht schneiße. Doch, es wird Tag. Ich bin gleich da. Immer offen für mehr. Ofen für mehr? Bringst du mir Eisen mit, weil ich dir gesagt habe, dass es Tag wird? Wenn ich was gefunden hätte, würdest du was mitbringen. Hm. Ich dachte, du hast Eisen gesucht, das ist ja langweilig. Hab ich auch, aber keins gefunden. Oh, frisch. Aha. Ich habe auch gestern zu einer Socke das Gegenstück gesucht, hab's aber auch nicht gefunden. Ganz ehrlich, mehr Action, das war gerade Action hier. Ich bin ja nicht wie Chuck Norris, der nicht suchen, sondern finden geht. Okay, ich hatte jetzt gerade nur noch ein halbes Herz oder so, oder ein E-Herz nur noch. Hat dich jemand gesprengt oder bist du umgefallen? Ne, ich hab mir so einen Gang, ich baue mir gerade so einen Weg hier, ne? Und es wird durch einen Berg durch mittlerweile, das ist ein richtiger Schneiß und plötzlich kam von oben ein Creeper runter, ruppt sich natürlich gleich vor mir hin, ich flieg noch ein Stück und hab nur noch ein halbes Herz. Das hat der Spinni wieder meinen Ausgang mit Zäunzüge gemauert, ja. Oh, war nichts kann. Sebastians Kohlesuche? Also Sebastian, hast du schon mal gesehen, wie der Sebastian in der anderen Welt Kohle sucht? Wie denn? Da gräbt er überall rum einfach. Oh, der hat überall Teile hingesetzt. Oh, ich dreh durch, ich hab schon überhaupt keinen Bock mehr, so ein Scheiß verzapft hier. Das hat das letzte bei mir auch gemacht. Ich guck was mal an, ob's Action ist da. Klar, du, wer soll's denn sonst gewesen sein? Ich war's ne, ich hab Beweise hier. Aber sie können wir nicht über den Teil Bild aufnehmen, da haben wir jetzt immer Beweise, wenn man hier Unsinn treibt. Weißt du, wenn wir über den sein Bild aufnehmen würden im Jahr gerade mal 3 Folgen kommen. Der wollte letzte Woche, letzte Show machen, 1,5 Stunden hat er aufgenommen, ne, aber ist nichts raus geworden, das zu veröffentlichen. Naja. Hier wollte ich mal hin. Wo bist denn du? Wo sind denn hier Zäune? Ich hab alle weggerissen. Oh, gerade wo ich da bin. Das ist beeil. Hier, da baut schon wieder Zäune. Guck mal. Guck doch mal schnell nach links. Was war denn das gerade? Ich hab keinen Platz mehr. Hast du gerade ein Stack Cobblestones in die Lava geschmissen? Nein. Wie viel waren's? Das sind 3. Ja,
3, das sahen aber ein bisschen mehr aus, ganz ehrlich. Es waren wirklich plus 3. Gott, ich hätte keinen Bock, bis zu meinen Kisten zu löwen. Wenn ich schon eine ganze volle Kiste habe, dann ist das in Ordnung. Ja, mit meinen Kabel soll ich machen, was ich will. Das verstehst gegen die Serverregeln. In Ordnung. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du in der Nähe bist. Das beruhigt mich jetzt gerade nicht, aber... Weißt du, wenn du Cobblestone loswerden willst, dann musst du dir eine bestimmte Stelle räumen. Mhm. Weißt du, ne, was ich davon halten soll, wenn ich dir eine bestimmte Stelle räume? Ah, okay. Ich werde es probieren. Jetzt muss ich erstmal zu meinem Sensor. Oh, ja. Aha. Gut. Bei Tarsicht bringt dann ein Signal. Das Einsignal soll natürlich durchgehen. Wenn du eben so auf Nacht machen willst, musst du immer negieren. Das Signal umkehren, falls jemand mit Legieren nichts anfangen kann. Weiß man heute nicht mehr, ne? Weißt du, bist du blöd? Ne, doch nicht du. Es gibt Zuschauer, die nicht aus dieser Branche kommen. Wo man negieren tut. Hm? Mhm. So, jetzt baue ich mir wieder eine Schaufel, weil ich die andere vor uns aus Versehen weggeschmissen habe, weil ich so erschrocken war. Muss ich aber erst, wenn ich informieren, wie man so einen blinden Repeater. Ich weiß nicht, wie man einen baut. Das habe ich im Kopf, da habe ich in letzter Zeit viele gebaut. Also Cleanstone, 2 Fackeln, 1 Redstone. Oh ja, das klingt gut. Cleanstone habe ich, Fackeln habe ich, Redstone habe ich. Ertragung.